Herzlich willkommen zum Perform Better Podcast. Mein Name ist Ruven Bürgel und bei mir zu Gast Teil 2 Martin Kammler. Vom Personal Trainer zum Künstler zur Slashpipe. Hallo Martin. Ja, hallo, hallo Ruven. Wer den ersten Teil verpasst hat, geht zurück. Wir sprechen da über deine Arbeit als Personal Trainer in New York, über deinen Verkauf deiner Kunst an Donald Trump im Trump Tower und dann die Entwicklung der Slashpipe. Und hier würde ich gerne wieder einhaken. Und zwar wart ihr bei der Höhle der Löwen mit der Slashpipe. Erzähl uns doch mal, wie war der Auftritt, was ist da passiert und wie ist euer Business danach so abgegangen? Ja, also die Höhle der Löwen. Das ist schon so, dass man uns damals gefragt hat, ob wir uns nicht, also wir haben gerade den FIBO Award gewonnen. Und dann hatte man uns gefragt und gesagt, ihr seid doch eigentlich ein perfektes Startup-Unternehmen. Habt ihr keine Lust oder habt ihr Lust, bei der Höhle der Löwen teilzunehmen? Und dann haben wir kleinere Einzelinterviews gemacht, haben relativ viele Fragebögen ausgefüllt und dann hat man uns genommen. Ne? Also ein bisschen länger hat es schon gedauert. Und wer dann, hat euch gefragt? Ja, die Leute von dem Cast, also von der Show. Ne? Ja. Und das ist ja bei Vox damals gewesen. Ich weiß, ist immer noch bei Vox, glaube schon, ne? Ja. Und und dann haben wir gesagt, okay, wir haben das ein bisschen debattiert und ich habe überlegt, ja, wir machen da auf jeden Fall, wir sollten da, also wir haben schon darüber diskutiert, machen wir da mit oder machen wir nicht mit. Und dann haben uns entschieden mitzumachen und haben dann auch gesagt, okay, let's do it. Ne? Dann sind wir da hingefahren und dann haben wir da ungefähr so 2-3 Stunden in so einer Art Filmstudio uns vorbereiten können. Und sind dann aber irgendwann direkt vor die Löwen gekommen. Das heißt also, da war dann auch nichts mehr mit Schneiden, sondern nachdem man uns vorher ein bisschen interviewt hat, warum wir hier sind und bla bla bla, dann sind wir direkt zu den Löwen gekommen. Und das war schon erstmal ein bisschen spannend, ne, muss man sagen. Ne, in diesem riesigen, also ich stell dir jetzt mal vor, so ein halbes Volleyballfeld großes Studio. Die 4 sitzen da und du kommst rein und musst das Produkt vorstellen. Und dann ja, das haben wir dann auch gemacht. Ne? Wir hatten uns vorher ein bisschen aufgeteilt und dann saßen wir da. Wolltet ihr zu diesem Zeitpunkt überhaupt einen Fremdinvestor haben? War das überhaupt Also ich Thema? glaube, wenn sie nicht auf uns zugekommen wären, dann hätten wir wahrscheinlich damit noch erstmal ein bisschen gewartet, ne? Weil wir ja auch noch in der Firmenfindung waren und auch noch ziemlich viele Ideen hatten, wie wir uns das vorstellen, wo es hingehen soll. Das war ja so ungefähr 2014. Und so lange waren wir ja auch noch nicht am Markt, auch wenn wir diese Awards gewonnen haben. Ne? Aber das war ja halt deswegen, weil wir so neu waren. Und naja, und dann haben wir das Angebot, dann ging es hin und her und was man mit der Slashpipe alles machen kann. Dann war es ungefähr 1,5 Stunden. Also wir haben wirklich 1,5 Stunden vor den Löwen gestanden und haben da wirklich gekämpft. Ne? Da muss man schon sagen, es war schon hart, ne? Weil die dann auch absagen, nee, ich steig aus, ich mach doch nicht. Und irgendwann hat ja dann der Jochen Schweizer uns ein Angebot gemacht, wollte aber anstatt, also wir wollten eigentlich nur 5% von unserer Firma abgeben und er wollte dann im Endeffekt 26% haben. Und dann muss man sich zurückziehen, dann geht man nochmal in so einen kleinen Käfigbereich rein, das aber alles mit Kameras wird das alles gefilmt. Und jetzt waren wir uns Gott sei Dank sicher. Also wir 4 hatten uns vorher abgemacht, wir haben gesagt, egal was da in diesem Käfig passiert, also wir geben nicht mehr als 15% ab. Und dann haben wir ein Gegenangebot gemacht und haben das dann auch nochmal ihm vorgestellt. Und dann hat aber der Jochen Schweizer abgesagt. Und dann muss man sagen, witzigerweise, wir wussten dann ja nicht, wie, das hat ja ein paar Monate gedauert, bis die Show dann wirklich gezeigt worden ist. Und wir waren natürlich hellauf begeistert, wie es dann gefilmt worden ist. Weil am Schluss haben alle dann, also alle 4 Löwen sind sofort auf unsere Slashpipe zugelaufen und haben die in die Hand genommen und haben damit trainiert. Der Thelen, kann ich mich dran, glaube ich, dran erinnern, der ist fast noch umgekippt damit, weil er nicht erwartet hat, dass die, ich glaube, der hat sich sogar die Monster oder die Pro genommen, also die schwerste von uns. Ja. Und ja, das war super. Also da muss man sagen, da sind bei uns, wir hatten Gott sei Dank da unsere Computer vorbereitet. Wir haben fast 50.000 Klicks gehabt. Ich denke mal, in kürzester Zeit fast über 1.000 Bestellungen für unsere Slashpipes. Also das hat wirklich extrem reingehauen und selbst jetzt, wenn wir, ob das jetzt die Terra Pro ist oder die Medica oder auch FIBO oder ISPO, also man kommt immer noch auf und zu, sagt, hey, seid ihr nicht die gewesen? Ne? Und also ist auf jeden Fall eine tolle Story, dass wir damals dort waren. Und dann, nochmal ganz kurz, wir sind dann sogar nochmal eingeladen worden. Wir sind zwar dann, wir haben ja da abgesagt und wir haben keinen Deal bekommen,
Und man hat uns da so gemocht, weil wir das auch mit der Behindertenwerkstatt zusammenbauen. Und ich glaube, diese ganze Story hat denen gefallen. Und dann hat man uns nochmal eingeladen. Es gab zwei Firmen, das waren wir und ich weiß jetzt gar nicht genau, wer noch. Und dann ist der Moderator zu uns gekommen und dann haben wir nochmal unser Produkt und die Idee. Also wir waren als erfolgreiches Unternehmen gezeigt worden, das auch ohne Deal funktioniert. Okay, schön, schön. Ja. So ist eigentlich die Story der Höhle der Löwen passiert, ja. Auf jeden Fall interessant. Und immer wenn du dir überlegst, wie viel so eine Werbeminute kostet, wenn du bei Vox normalerweise eine Minute Werbung ausstrahlst, dann das habt ihr quasi, weiß ich nicht, mal 20, weiß nicht, wie lange das. Ich habe versucht, bei YouTube war es nicht zu sehen, in meiner Recherche mir das anzugucken. Es gibt einen Bericht im Netz, da sieht man das Angebot und Gegenangebot und wie es ausgegangen ist, aber wahrscheinlich auch eine Mediathek bei Vox, da habe ich nicht reingeguckt. Ja, es waren insgesamt 14,5 Minuten und wir haben uns natürlich auch dann, wir haben dann so eine ganz kleine Höhle der Löwen-Party gehabt, ne, mit allen Leuten und haben uns das angeguckt und nee, da waren wir schon auch aufgeregt, also selbst bei der Ausstrahlung, ne, das muss man echt sagen. Und die Sendung hat an sich ja auch Charme. Ich meine, sie kommt ja eigentlich aus dem Amerikanischen, ist dann ja, glaube ich, erst nach England und dann zu uns geschwappt. Und der Gedanke ist da schon spannend. Und klar, wenn man jetzt selber merkt und weiß, was es eigentlich wirklich bedeutet, ein Sportgerät auf den Markt zu bringen, ne? Dass man sich überlegen muss, ne, ja, sowohl Marketing, ne, wie baue ich den Vertrieb auf, wofür stehe ich eigentlich, ne? Welche Philosophie habe ich? Musst du selber natürlich überlegen, ja, wer könnte die denn ins Netz bringen? Also mit welchen Herstellern oder sorry, mit welchen Vertrieblern und so weiter arbeite ich zusammen, mit welchen anderen Firmen? Also diese ganze Erfahrung, die hat man natürlich, weil Leute kommen ja schon auf uns zu und sagen, hey, ich habe da die und die und die Idee, könnt ihr uns nicht helfen oder was soll ich machen? Und da weiß man natürlich jetzt nach 5 Jahren steinigem Weg, ne, mit Ups und Downs, was es alles braucht, um so ein Gerät auf den Markt zu bringen. Klar. Dann schöne Grüße an dieser Stelle an die Gesine Rataschek und die Gunda Slomka, die ich beide auch persönlich kenne. Erzähl mal, was es da für eine Verbindung gibt und was ihr mit denen gerade macht, mit den beiden. Ja, das ist schon eigentlich ein bisschen länger her. Also man muss sagen, wir sind ja vier männliche Entwickler wir sind ja ein Team aus 4 Leuten. Und da haben wir damals relativ schnell gemerkt, dass wenn es um tänzerische Sachen geht oder um Musik und Tanz, dass wir da eigentlich nicht die Richtigen sind. Und da war uns klar, hey, wir brauchen Unterstützung, also von Profis, die aus dieser Branche kommen. Und die beiden, die du gerade genannt hast, die Gesine und Gunda, ja, wir haben denen eigentlich damals die Slashpipe gezeigt und haben gesagt, könntet ihr euch vorstellen, uns zu helfen? Und dadurch, dass sie sich in der Branche so extrem auskennen und genau wussten, welche Kurskonzepte jetzt entwickelt werden müssen dafür, damit es auch Gruppensport gibt, ne? Also wir haben ja nicht nur individuelle Sachen, nicht nur den physiotherapeutischen Bereich, sondern durch Gunda und Gesine konnten wir uns halt eben auch dem ganzen Gruppenfitness öffnen. Würdest du mit uns teilen, was das so ausmacht von eurem Gesamtvolumen, was ihr vertreibt, so das Kurskonzept, wenn du Also ich magst? würde sagen, ungefähr 40%. Also wir sind, dadurch, dass wir ja so breit aufgestellt sind, auch sehr viel im physiotherapeutischen Bereich, ne? Wir sind viel in Kliniken, dann auch im Functional Training Bereich, 1:1 individuell. Und ja, also das würde ich jetzt mal so tippen, aber wir sind gerade dabei, das ein bisschen mehr zu pushen. Also wir waren ja jetzt auf dem World Fitness Day und haben dort in Frankfurt mit fast 250 Leuten einen Auftritt gehabt. Und man merkt halt eben, dass die Leute immer mehr und mehr auch diese Kurskonzepte wollen. Und wir haben jetzt ein ganz neues, das bieten wir jetzt 2018 an, und zwar nennen wir das Hit and Freeze. Da haben wir die ganzen Staffeln schon abgedreht. Also wir wollen jetzt mal ein bisschen das Konzept nochmal umdrehen. Da hilft uns im Moment der Julian Wilstermann recht viel. Und es geht darum, dass man sagt, hey, wir gucken mal, ob wir ein vorgefertigtes Programm in den Studios anbieten. Also, und das ist in dem Fall so. Wir haben ja so 2 Staffeln schon abgedreht, 3 Monate, ne, dass man dann mit diesem Kurskonzept und diesem Video dieses Hit and Freeze mit der Slashpipe anbieten kann. Wir haben jetzt den 1. Februar, ISPO ist gerade vorbei. Ja. Die FIBO kommt in ein paar Monaten. Dort ist ja der Bereich EMS gar nicht mehr wegzudenken. Dort gibt es eine ganze Halle jetzt nur für diesen Bereich. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt, ein sehr gutes Business. Und du hast mir verraten, dass ihr dort auch eine Kooperation angehen werdet. Gib uns doch da nochmal ein bisschen ein paar Insights.
Ja, wir haben festgestellt, dass das EMS, also eigentlich sind einige Leute aus dem EMS-Bereich auf uns zugekommen, weil sie festgestellt haben, dass sie mit der Slashpipe sehr gut arbeiten können. Was ja Sinn macht, wenn man jetzt das EMS-Training ein bisschen kennt, ne, dann geht es ja doch dazu rum, auch dass man Zusatzgeräte auch zum Training mit dazu nimmt. Und wenn man jetzt ein Gerät hat wie die Slashpipe, das einen ständig aus der Balance bringt, dann muss der Körper natürlich da ständig darauf reagieren. Das ist ja eigentlich auch das Spannende an dem Gerät und diese Kombination. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das EMS-Training intelligenter macht. Es macht es aber auf jeden Fall interessanter und diese Kombination sehen die EMS-Hersteller. Und wir sind jetzt mit einigen größeren in Kontakt getreten und ja, jetzt gucken wir mal. Also wir werden schon auch in der Zukunft sehr viel mit EMS was machen. Also das ist schon klar, haben da auch jetzt einige Sachen schon abgefotografiert und gefilmt und das ist ein Bereich, den wir jetzt angehen werden. Ich denke mal, dass man mit unseren Slashpipes relativ schnell auch in vielen EMS-Studios sehen wird, weil das für mich und für die Leute Sinn macht. Seid ihr made in Germany? Ja, ja, Seid, ja, ja. ja? Ja, wir sind made in Germany. Wir haben auch zwischendurch mal ein paar Sachen getestet, ne? Aber wir sind wirklich made in Germany. Also das ist jetzt nicht nur ein Zeichen, was wir da drauf machen, sondern es ist wirklich so, dass wir im Sauerland bei einer Firma das herstellen, haben uns auch wirklich, also wir haben uns Investitionen geleistet, damit diese Geräte auch perfekt verschlossen werden. Also wir sind dort, also muss man sich richtig wie eine Factory vorstellen. Also eine richtige Straße, eine Produktionsstraße, wo wir es damals noch mit einer einzigen Düse, die Slashpipes befüllt haben, haben wir jetzt so eine achtstrahlige Düse, die Slashpipes befüllt. Wir haben ein System, was die Slashpipes schließt, wir haben eine professionelle Abfertigung und so weiter und so weiter. Also Verpackungen haben sich verändert. Also es ist schon krass. Und was man sagen muss, wenn man das sieht, denkt man, man würde irgendwie im Raumfahrtzentrum sein. Es sieht so aus, dass das Material für das Makrolon, aus dem dieses Slashpipe hergestellt wird, dort angeliefert wird und dann wird das heiß gemacht, dann wird das Rohr dort gezogen, dann gibt es eine gewisse Kühlungszeit. Es ist also wirklich so, dass hinten Makrolon-Kügelchen in tonnenweise angeliefert werden. Und eigentlich am Ende der 25 oder 30 Meter, es steht dann hinten die fertige Slashpipe. Das ist schon, also das hat uns oder mich damals, muss man ja sagen, ich bin ja doch auch eigentlich der gewesen, der das von Anfang an so mit ins Leben gerufen hat. Das macht einen dann schon stolz, wenn man sieht, wie dann auf einmal die Idee dann zur Veränderung reift und in so einer Firma, das ist bei Artex, hergestellt wird. Bin ich mir sicher. Hast du oft solche Momente, wo du mal dir Raum verschaffst? Man, du bist Künstler, hast da deine kreativen Momente, aber dass du reflektierst als Unternehmer, dass du dir anguckst, wie du jetzt gerade sagst, Mensch, ich habe hier eine Straße 25 Meter, früher habe ich das Ding aus dem Baumarkt gekauft, Wasser reingefüllt und irgendwie Deckel drauf gemacht mit Tape. Was ist passiert in den letzten Jahren? Ja, gab es immer wieder mal Momente. Ich wüsste jetzt nicht so direkt. Doch, doch. Also so Sachen, wenn zum Beispiel es gab mal Behinderte, die sowohl blind als auch taub waren. Und also, dann habe ich gehört, dass der Trainer mit denen trainiert, weil sie halt eben was spüren und dass man dann mal reflektiert und sagt, das ist ja ein Hammer, ne? Dass mein Sportgerät dort irgendwie oder unser Sportgerät dort eingesetzt wird. Oder ich weiß, dass zum Beispiel teilweise Schützen das einsetzen, dass es in der Eishockey-Nationalmannschaft in Schweden eingesetzt wird, dass in der Bundesliga. Und dann gibt es schon Momente, wo man sagt, okay, ne, besonders auch mal in den schwereren Momenten, wo man sagt, ey, setz dich mal hin und guck dir mal an, was du geschaffen hast. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man irgendwann mal an der Theke sitzt und ist 80 Jahre alt und guckt zurück auf sein Leben, ne, dann ist es schon so, dass ich sage, Mann, 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 ne? Also was ist das für eine Story gewesen? Und wir hätten das als Team, wir haben es immer wieder mal als Band bezeichnet. Also ich glaube, alleine hätte ich das auch nicht geschafft. Ne? Also es ist diese Power of Two, die gibt es wahrscheinlich auch, aber wir haben wirklich zu viert, weil wir unterschiedliche Qualitäten haben, das alles da reingepackt. Und ja, es gibt so Momente. Ja, auf jeden Fall. Immer wieder mal. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gut, gratuliere. Sehr wichtig, finde ich. Dann lass uns kurz zu ein paar Rapid-Fire-Questions kommen, um dich als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann sind wir auch schon am Ende vom zweiten Teil. Was wünschst du dir in der Fitnessbranche mehr zu sehen? Ich glaube, ja gut, ich könnte natürlich sagen, wassergefüllte Sportgeräte, ne? Das wäre wahrscheinlich eine gute Antwort von meiner Seite. Ja, ich hoffe, dass man sich wieder ein bisschen darauf besinnt, also dass man vielleicht auch aus der Natur lernt und dass man Produkte nimmt, also wie jetzt zum Beispiel, dass es nicht immer nur Eisen ist, sondern dass man überlegt,
wie man Sachen, die funktionell sein müssen, die man im Alltag braucht, dass man die halt eben ein bisschen mehr noch wieder ins. Also was mit Functional Training und dem CrossFit und so. Das finde ich eigentlich schon ganz spannend. Also ich glaube schon, dass man da nochmal ein bisschen anders über das Training nachdenkt. Okay, hast du ein Morgenritual? Aber jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das erst seit ein paar Wochen wieder habe. Also ich habe mir, also ich fange erstmal an mit Kaffee. Also Kaffee brauche ich auf jeden Fall morgens immer. Und dann komme ich eigentlich ganz gut damit zurecht, dass ich mich erst ein bisschen bewege. Das mag ein bisschen Mobilisation sein. Das habe ich aber noch nicht so lange gemacht. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen älter werde, brauche ich ein bisschen mehr Mobilität. Also gibt es morgens schon mal ein paar Mobilisationsübungen. Oder ich gehe halt eben laufen. Und also sonst, das sind eigentlich die beiden Sachen, die mich morgens erstmal so ein bisschen starten lassen. Gut. Welcher Künstler ist dein Vorbild? Wenn du mir sagen würdest, welche Künstler mir wirklich sehr gut gefallen, dann ist es eigentlich der William de Kooning. Der ist eigentlich im Fahrwasser mit Jackson Pollock. So die beiden, die das Action Painting oder das Live Painting, was ich auch mache. Ne? Also ich lade abends, also ich werde auch von einigen Gruppen oder Events eingeladen, also Action Painting und Live Painting zu machen. So für Gruppenbildung, für Themenfindung. Das ist also eine ganz, ganz spannende Sache. So. Und diese beiden Leute, der William de Kooning und der Jackson Pollock, sind eigentlich die den Mut hatten, in deren Zeit dieses abstrakte Painting zu machen. Und ich versuche das jetzt immer ein bisschen weiterzugeben, mache auch schon mal das eine oder andere private Projekt, also wo es um Happiness geht, also wo Leute, Freunde, Bekannte zu diesem Projekt kommen und einfach malen können. Das sind jetzt mittlerweile so 23 Meter und gucke, dass ich immer sowohl was mit der Splashpad tue, aber halt auch mich künstlerisch immer betätige. Und selbst wenn es dann nicht so viel ich alleine bin, dann gibt es aber diese Projekte, wo ich immer wieder mich der Kunst näher. Okay, gibt es einen Trainer oder Coach, der eine ähnliche Vorbildfunktion einnimmt? Ich glaube, dass obwohl ich nicht Dortmund-Fan bin, hat mir immer gefallen, dass der Klopp, wie er sein Training aufbaut. Also mir hat gefallen, dass er überlegt hat, wie kann ich auf verschiedene Reaktionen recht schnell reagieren. Ich hoffe, die Frage Richtung Fußball habe ich jetzt einfach mal Passt. so aufgegriffen. Das hat mir gefallen. Also ich weiß von einigen Leuten, wie er trainiert hat und dieses Umschalten, diese Idee, das hat, glaube ich, auch Dortmund für eine Zeit lang sehr ja, extrem nach oben gehoben, ne? Also von der Qualität her, von der Art und Weise, wie das Spiel umgeschaltet und umgesetzt worden ist. Und ich glaube auch mit unserer Slashpipe, es gibt ja verschiedene Vereine, die benutzen. Und da ist ja so ein ähnlicher Gedanke. Ich werde leicht aus der Balance gebracht, muss im Core aber stabil sein, damit ich auf die Situation reagieren kann. Und deswegen sind auch so viele, viele Leute auch aus dem Spitzenbereich, aus verschiedenen Sportarten auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ne, wir nutzen die Pipe, den Slashpipe so und so. Und ja, der Klopp wäre schon ein Trainer, den finde ich auch vom Charakter ganz cool. Also von daher, ja. Okay. Welches ist dein Lieblingsgym? Du bist ja noch ein Film in die Welt gekommen. Gibt's irgendeins? Also mir haben Crunch gefallen, also diese Crunch-Studios oder auch Equinox. Mein Equinox war halt von der Qualität halt eben ein bisschen gehobener und ein bisschen netter, sag ich mal. Aber ich habe Crunch gut gefunden, weil es straightforward ist. Es ging darum, hey, wir haben unterschiedliche Kurse, wir bieten auch mal was Verrücktes an, wir kommen hier hin, um zu trainieren. Und also Crunch, also das kennt man ja jetzt nicht unbedingt so in Europa oder in Deutschland, aber die, ja, Homespace würde ich vielleicht auch noch damit reinnehmen. Ne? Also, ja. Gab es Pier 62 schon zu deiner Zeit? Ich Nee. weiß nicht, wie lange es, Ja, ja? klar. Ja. Ich Das. meine, gut. Das ist ja eigentlich fast schon gar nicht mehr irgendwie mit einem Fitnessstudio zu vergleichen, ne? Wenn man da eine, also ich habe da sehr viel Golf gespielt, mal wenn ich mal konnte, ne? Auf der Abschlagsrange da und ja, das ist, da habe ich auch ein paar Mal trainiert. Also ich habe ja dadurch, dass ich auch viele Leute kennengelernt habe in New York, dann auch immer die Chance bekommen, auch mal da und da trainieren zu können. Und ja, das Pier, gut, das muss man ja mal gesehen haben, wer in New York ist, ne? Dass man da unten mit den Rollerblades mal, ob das jetzt die Turnhalle ist. Ich komme eigentlich aus dem Gerättturnen, habe früher Gerättturnen gemacht, als ich jung war. Und wenn man da sieht, wie Jugendliche und Kinder da trainieren können oder ob das die Eishalle ist. Nee, ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, und Also, dann oben, sorry, ja. no, nee, mir nee, bitte. Nee, nee, und dann gut im Reebok Center, da hat oben, ich weiß gar nicht mehr genau, ist das 72. und Broadway oben da, das ist natürlich auch was. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, die allererste 400 Meter Außenbahn, die oben, glaub ich, in der sechsten oder achten Etage ist, bevor das Gebäude noch höher geht. Und
Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Fand ich spannend. Ja, gibt schon ziemlich viele unterschiedliche gute Fitnessstudios Also, in New York. Tipp von mir, neben meinem Mickey-Pullover, den ich kurz in die Kamera halte, unbedingt Pier 62, wer in New York ist, ist ein Besuch wert. Ja, Ansonsten kennst du sehe dich ich da genau. wesentlich besser aus. Martin, damit sind wir durch. War ein super interessantes Gespräch. Wirklich, wirklich spannend. Ein interessanter Lebenslauf. Der Mix aus Fitness, Kunst, Entwickler, Entrepreneur. Wirklich spannend. Vielleicht können wir das Ganze mal nachholen in einer gewissen Zeit, wenn euer Produkt sich weiterentwickelt hat. Und wer dich buchen will als Live-Künstler, Action-Künstler, der macht das wo? Ja, am besten einfach eine E-Mail schreiben über zu martinkammler@gmail.com oder gmail.gmail.com, Martin Wenn Kammler. dieser Podcast durch die Decke geht, dann wirst du so viele E-Mails kriegen. Das war keine gute Idee, deine Privatnummer rauszugeben. Ja, ich hoffe, ja, genau, dass dann auch ein paar Leute dabei sind, die wirklich mal so ein Event buchen. Kann ich nur empfehlen, ist echt eine coole Sache. Und ja, Ruben, Danke. ich danke dir. Ja, hey, immer wieder gerne. Wir sehen uns hoffentlich bald live auf der, weiß ich, kommst du zu FIBO? Ja, auf der FIBO, da sollten wir uns dann sehen. Ja, Machen das wir. wäre cool. Danke an die Zuhörer, an euch auch viele Grüße. Ich hoffe, ich schaffe es zu FIBO, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss gucken, wie ich hier so aus meiner Heimat ausreisen kann. Martin, alles Gute. Jo, oben. Ciao. Schönen Abend noch. Ja, ciao, ciao.